Ja, und schon sind wir aus der nächsten Pause zurück, wie Sie das von uns gewohnt sind. Und zwar gibt es jetzt einen sicherlich spannenden Vortrag von Stefan Keller mit dem Titel Wie Behörden und bundesnahe Betriebe OpenStreetMap benutzen können. Ich bin gespannt, was da quasi anhand von Beispielen vielleicht ja auch in der Schweiz gezeigt wird. Und von daher freue ich mich da jetzt sehr drauf und wünsche Ihnen viel Spaß beim Vortrag von Stefan Keller. Bitte schön, Stefan. Ja, hallo. Dann gucke ich mal, dass da technisch alles stimmt und switche zu meinen Folien. Ja, das Programm von diesem Vortrag ist siebengeteilt. Es geht um Begriffe zuerst und dann um das Hauptthema. Dann zeige ich eine Studie, an der ich dran bin. Viertens einige Werkzeuge, Softwarewerkzeuge. Dann Datenstrukturen, eine Erklärung, wenn noch Zeit bleibt, je nachdem, wie schnell ich da hinkomme, und ein paar häufige Fragen zu OpenStreetMap, bis ich zum Abschluss in Kapitel 7 komme. Ich möchte eben einleiten, wie es im Programm steht. OpenStreetMap stößt bei immer mehr Behörden und bundesnahen Betrieben auf großes Interesse. Und tatsächlich hatte ich im Vorfeld eins, zwei Anfragen schon im Vornherein die Folien abgeben zu können. Das werde ich dann auch tun und bei Pre-Talks auf dem Programm hochladen. Die Nutzung von Behörden geht von Geonamen, von Gebäuden, von Points of Interest zu routingfähigen Straßen und Wege bis zu Ersatzdaten oder Alternativdaten für amtliche Basiskarten. Offensichtlich sind die OpenStreetMap-Daten fit for use. In diesem Beitrag wird also anhand ausgewählter Beispiele aufgezeigt, wie Behörden nutzen oder nutzen könnten. Zudem eben ein paar Softwarewerkzeuge oder und/oder technische Challenges, meist technische Challenges. Zuerst zu den Begriffen noch einmal. Die Open Government Data ist ja Open Data der öffentlichen Hand und ein Unterbegriff von Open Data. Dann gibt es noch Commercial or Corporate und Open Scientific Data, also Commercial or Corporate Open Data. Das ist Open Data von Firmen und Open Scientific Data, das sind offene Daten aus der Wissenschaft, dort immer mehr auch als Auflage von Basisfinanzierungseinrichtungen. Dann gibt es drittens eben noch Public Data, und zwar öffentliche Daten von Bürgern. Und da hat sich der Begriff Volunteer Geographic Information, VGI, hat sich eingebürgert, oder Crowdsourced Data. Das ist dann eben Open Data von Freiwilligen wie Sie und ich. Dann möchte ich gerade auf die Unterschiede eingehen, die jetzt nicht positiv oder negativ konnotiert sind, sondern zunächst einfach mal Feststellungen sind oder Interpretationen von mir. Also Open Government Data, das sind offizielle amtliche Daten. Da stehen Berufsleute dahinter. Das ist ganz wichtig, wenn ich ein Gebäude, ein Haus baue, ein Gebäude vermessen lasse oder ein Grundstück kaufe, dann möchte ich mich auf amtliche Daten verlassen. Da habe ich recht, da im Gegensatz haben wir eben OpenStreetMap, dass das nicht offiziell amtliche Daten sind und nie sein wollen, erfasst von Freiwilligen. Dann haben wir bei Open Government Data administrative Grenzen, die Daten abgrenzen, also die Daten des Kantons Zürich, die enden halt irgendwo im Norden an Schaffhausen und Deutschland zum Beispiel. Und während dem OpenStreetMap da grenzüberschreitend funktioniert. Die Government Data sind teilweise nicht zugänglich, was sich ja positiverweise jetzt zum Besseren ändert, langsam, wenn auch noch nicht überall, während dem OpenStreetMap da flächendeckend zugänglich und immer zugänglich ist. Flächendeckend von der Qualität sind die amtlichen Daten typischerweise, während dem OpenStreetMap regional heterogen ist.
Open Government Data ist attributiv konsistent, sollte es wenigstens sein, während dem OpenStreetMap klar ist, es ist attributiv heterogen. Der OpenStreetMap-Data kann veraltet sein, und zwar, obwohl es offizielle Daten sind. Es kann auch zeitlich heterogen sein, weil der Publikationszyklus größer ist und so weiter, während dem OpenStreetMap oft aktueller ist. Open Government Data ist selten routingfähig, also das nicht bezieht sich jetzt auf die Schweiz. Das ist eine schweizlastige Aussage, während dem OpenStreetMap Data routingfähig ist, als eines der Alleinstellungsmerkmale. Es gibt bei Open Government Data keine georeferenzierten Shops, außer städteweise, also Stadt Zürich, da gibt es die. Zum Teil aber auch ohne Öffnungszeiten, soviel ich weiß, währenddem in OpenStreetMap sind die mehr oder weniger drin. Bei Open Government Data gibt es relativ wenig Points of Interest, Einzelobjekte, währenddem bei OpenStreetMap spreche ich da von 1001 POIs inklusive Shops und Opening Hours, Öffnungszeiten. Nun, wie können Behörden die Daten nutzen? Also, und zwar, was kann eine Behörde tun, die OpenStreetMap-Daten bei sich zu integrieren und währenddem sie die eigene Lizenz, die vielleicht abweichend ist, oder die eigene Nutzungsbedingung behalten will? Sie muss zunächst nichts weiter tun bei folgendem Fall, den ich jetzt so zusammenfasse. Sie muss nichts tun, die OpenStreetMap-Daten haben keinen Einfluss. Die Share-alike, die Erforderung greift nicht, wenn die Behörde die Daten nicht öffentlich nutzt, als Datenbank oder Produkt intern. Und das sind zwar zwei Abschnitte, Absätze oder Nummern in der ODBL, aber es ist eigentlich eine Aussage. Solange die Behörde das intern nutzt, für was auch immer, darf sie das. Und das wird auch fleißig getan, habe ich gehört. Zumindest zum Beispiel von der Swiss Topo. Dann wichtig, da muss ich auch vorausschicken, I'm not a lawyer, und sogar Rechtsanwälte können nur Tipps geben. Bitte weghören, wenn ich das so verkürzt sage, denn entscheiden tun am Ende ja die Gerichte. Mehr Infos zu diesen rechtlichen Aspekten hat ja Falk Scheile schon gegeben, gestern und vorgestern in seinen Foskis-Vorträgen hier oder auch früher schon in einer gemäß dieser Referenz hier. Nun, wie können die Behörden die OpenStreetMap-Daten nutzen? Es gibt zwei Fälle, die ich da hervorheben möchte als wichtige Anwendungsfälle. Den einfacheren zuerst, Fall A, den schwierigeren auf der nächsten Folie. Es gibt also entweder Fall A, wo die Behörden die OSM-Daten als Auszug aus OpenStreetMap nutzen können, zum Beispiel alle Bahnhöfe oder alle Shops. Oder eben Fall B, sie können die Daten nutzen als Collective Database, zu Deutsch, als Sammeldatenbank, und um sie dann auch zu publizieren. Dann immer jeweils mit entsprechender Namensnennung, auf die ich jetzt weiter nicht eingehe. Also nochmal der einfachere Fall A, Auszug aus OpenStreetMap. Damit ist gemeint, ein Auszug aus OpenStreetMap als geografisch oder thematischer Extrakt. Das wäre also nur die Schweiz oder nur Shops. Und das möchte die Behörde dann als Service oder als Kartenlayer publizieren. Das ist der alleröffentlichste und häufigste Anwendungsfall. Für den Nutzer ist dann immer noch unterscheidbar, welche sind amtliche Daten und welche Daten sind von OpenStreetMap als Auszug entnommen worden. Das ist mal der einfachere Fall und auch der offensichtlichste, der häufigste. Der Fall B ist ein bisschen komplizierter. Aber ich versuche es hier mit Hilfe der Folien von Frank Scheile, den ich noch hier referenzieren muss, denn kann man das schön sehen. Der Fall B ist die Sammeldatenbank Collective Database. Die ODBL Share-alike, diese virale Lizenz, greift nicht für Sammeldatenbanken, sondern greift nur für die entsprechenden
eigenen, die entsprechenden Teile. Das heißt, und das ist der anspruchsvolle, aber mögliche Anwendungsfall, also wir haben da die Fremddatenbank aus OpenStreetMap-Sicht, die Behördendaten, und rot umrahmt den Fall B. Die Behördendaten werden in die Sammeldatenbank importiert, eben als Ausschnitt, geografisch, thematisch, zum Beispiel alle Shops der Schweiz, und werden dann angeboten als Behörden, also hier als Teildatenbank. Da gilt Share-alike nicht, es ist öffentlich zugänglich, die OSM-POIs sind sichtbar als Teil des Ganzen, und dann währenddem, also hier mit dem Cursor links haben wir die OSM-Daten, die ihre Share-alike behalten und separat gehalten sind, währenddem die Behördendaten kein Share-alike kriegen und unter der Lizenz bleiben, die sie sein wollen. Das ist also der Fall B. So, und was geht noch und was ist kritisch? Was noch geht, das heißt, wo die diese Lizenz nicht greift, ist, wenn die Behörden die OpenStreetMap-Daten als Änderungsangabe für ihre eigenen Daten verwenden und dann ihre eigenen Daten aufgrund dessen anpassen. Das gehört dann zum Fall ODBL, nicht öffentliche Nutzung von Datenbank, interne Nutzung, den ich vorhin erwähnt habe, in 4.5, Absatz 4.5 oder 4.4. Das ist auch ein sehr sinnvoller Anwendungsfall. Ein bisschen kritischer, bis zu kompliziert dann wird es, wenn man eine Mixed-Datenbank haben möchte, also die eigenen Attribute dann irgendwie ergänzt, dann geht es in Richtung abgeleitete Datenbank und wäre dann in der Folie von vorhin, also der Teil da, wo eben Share-alike gelten könnte, was man aber noch im Detail dann angucken muss. Dazu muss ich auch noch sagen, dass in der Schweiz kein Datenbankrecht gibt, nur Verträge. Und ich möchte auch betonen, dass die OpenStreetMap Foundation wohlwollend eingestellt ist zur Nutzung von OpenStreetMap-Daten. So ein bisschen augenzwinkernd, wie Google ja auch sehr wohlwollend ist, nur Google aus anderen Gründen. Nicht aus altruistischen, vermute ich mal, für bei Google. Ich komme noch auf Google zurück. Denn in der übernächsten Folie. Wo Share-alike dann eben greift, ist eben bei der direkten Übernahme von Elementen in einen gemischten Layer, gemischten Datensatz, gemischte Datenbank und den dann unter einer Lizenz verteilen wollen, die nicht ODBL ist. Das ist dann die abgeleitete Datenbank. Und Behörden würden aber meiner Meinung nach sowieso gut daran tun, so ihre eigenen Daten und ihren Brand zu behalten, also amtlich oder im Gegensatz zu den nicht amtlichen Daten. Das ist also ein unwahrscheinliches Bedürfnis, meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach. Dann habe ich einen kleinen Spruch, the good, the bad and the ugly. Die guten Anwendungsfälle, wo OpenStreetMap-Daten verwendet werden, Routing-Daten zum Beispiel, ist im aktuellen Proof of Concept in der Schweiz, Door-to-Peak heißt dieses Projekt, das am Anlaufen ist, oder das Verkehrsnetz Schweiz, das wird es hoffentlich auch so gut verwenden, wie ich das in der Folie vorhin unter Fall B oder Fall A beschrieben habe. Ob es das bad oder ugly ist, kann ich nicht abschließend sagen. Ich weiß nur, dass vor allem einige Schweizer Behörden immer noch unbedarfterweise Google Maps verwenden und damit Kundendaten an eine US-Firma liefern und sich zu Werbegehilfen machen als staatliche Anstalt. Das ist für mich ein No-Go. Ich hoffe, dass da einschlägige Vereine Nachdruck entsprechend verschaffen, dass das ein No-Go ist. Die Studie. Und da muss ich jetzt ein bisschen Folien rauspicken. Die Studie, die noch am Tun ist, der von mir geleitet im Auftrag, bezahlt von der Swisstopo und den Schweizer Kantonen. Kantonen, die nennt sich Public OpenStreetMap Partnership mit der Vision, dass Vertreter von Behörden und Bundeslandbetrieben partnerschaftlich zusammenarbeiten mit Bürgern und Vertretern von OpenStreetMap, um ihre Ressourcen und Tätigkeiten
zu koordinieren und zu optimieren. Das war der Anfang. Die Studie selber möchte Fragen zur Lizenzierung klären und mal die eine Richtung aufzeigen, wie Obsidian mehr von Behörden eingesetzt werden kann. Die andere Richtung, auf die komme ich noch. Ich habe da ein paar Anwendungsfälle rausgepickt. Ich werde auch Software-Tools dort erwähnen. Und die Publikation von dieser Studie ist erst gegen Ende dieses Jahres. Nochmal, die Studie konzentriert sich nun mal auf die Richtung OpenStreetMap zu Behörden. Die andere Richtung ist von folgender Studie abgedeckt: Daten in OpenStreetMap integrieren von Herrn Stürmer und Herrn Hitz von der Uni Bern, deren Publikation in den nächsten Monaten ansteht. Nun gibt es bei der POP-Studie 4 Anwendungsfälle, die mehr oder weniger fortgeschritten sind. Die erste und die zweite und die dritte und die vierte. Und die erste und zweite und dritte sind alle vom Fall A, Auszug aus OpenStreetMap, sind abgedeckt, während dem beim Use Case 2 auch noch Monitoring zum Zuge kommt. Hier ein Ausschnitt aus der Verwendung von OpenStreetMap-Daten für Karten. Hier links das Originalbild aus dem Originalbrowser von der Stadt Zürich. Diesmal noch in der Stadt Zürich, aber geplant dann in Schaffhausen im grenznahen Gebiet. Und rechts aus QGIS gerendert mit OpenStreetMap-Daten und dem Map-Style, so wie es der kantonale Übersichtsplan von dem Kanton Zürich wieder ausschaut. Siehe dazu auch den Foskis-Vortrag von Swiss Topo Vector Tiles, der was Ähnliches macht im Ausland mit OpenStreetMap-Daten. Dann gibt es Use Case 2 und 3, die ich da nur kurz anreißen möchte, denn Use Case 2 haben Sie gesehen oder können noch nachschauen im Vortrag gleich, der vorhin war. Und Use Case 3 wäre dann Routing. Da gab es auch schon einige Beispiele über Routing. Und da möchten also Schaffhausen und Neuchâtel Routing, OpenStreetMap als Routing-Daten einsetzen. Use Case 4 ist schließlich noch der jüngste Work in Progress. Exemplarisch kann ich da erwähnen und werde ich erwähnen, dass das BKD interessiert ist, auch mit dem Top-Produkt. Top Plus, glaube ich, Belgien, Finnland und da gibt es eine schöne Übersicht hier, wo Sie das nachschauen können. Es gibt auch gerade jetzt diese Monate eine Zusammenarbeit, eine ganz einfache zwischen OpenStreetMap US und der amerikanischen Behörde, vor allem das Department of Transport. Und Vorschau beim State of the Map wird es voraussichtlich noch nicht sicher ein Panel geben zu eben diesem Thema Nutzung von OpenStreetMap in Behörden. So, das war's. Die Werkzeuge und Tools möchte ich nur so überspringen aus Zeitgründen. Das Einzige, was ich speziell erwähnen möchte, ist deines, sind zwei Dinge. Entschuldigung, hier. Es gibt ein Targeted Monitoring Tool, das wir entwickelt haben für Schutz und Rettung Zürich, bei der OpenStreetMap-Daten Veränderungen gezielt verfolgt werden können. Es ist eine Anpassung von OSM-CHA, ein neues Frontend zu OSM-CHA-Backend. Das ist vielleicht erwähnenswert. Und erwähnenswert hier ist, dass man bitte aufpassen muss, dass viele etablierte Tools, speziell in der Wissenschaft, wie zum Beispiel OSMNX oder PyROSM, aber auch Overpass, sehr OpenStreetMap-nah sind. Und wenn man da sich nicht auskennt in OpenStreetMap, verpasst man bis zu 30% der Daten, weil man zum Beispiel nur die POIs selektiert, die Nodes selektiert und nicht die Polygone und deren Zentroide. Also die Shops zum Beispiel, 20% der Shops verpasst man, wenn man Shops nicht auch als Polygone berücksichtigt bei der Selektion. Das war's. Ich möchte die Datenstrukturen-Problematik hier ganz überspringen. Die Aussage hier ist einfach,
es gibt strukturelle Unterschiede zwischen OpenStreetMap und einem Geoinformationssystem und die Tools überbrücken das mehr oder weniger. Da muss man manchmal schon dahinter gucken, um zu verstehen, was da passiert. Hier noch einmal eben die Unterschiede von der OpenStreetMap-Struktur, bis man schließlich bei der GIS-bezogenen, optimierten, freundlichen Datenstrukturen ist. Auch hier eine kleine Zusammenfassung, was es alles gibt und nicht gibt in OpenStreetMap und was es für Lösungen gäbe, möchte ich aber auch hier abkürzen, dieses Ding, und nur noch zu häufigen Fragen kommen, speziell zur Qualität. Und da an dies kurz gesagt, eben Fit for Use, das ist ein Qualitätsbegriff aus einem wissenschaftlichen Paper, kann man das nachlesen. Ich werde das noch ergänzen hier beim Siehe-Verweis hier. Die Topologie ist gut bis sehr gut und die räumliche und attributive Vollständigkeit, die variiert mehr oder weniger entlang der Bevölkerungsdichte. Die Aktualität habe ich schon gesagt, manchmal aktueller. Und es gibt Tools für Monitoring, Visualisierung und Schätzung, zum Beispiel von der Uni Heidelberg, aber auch von meinem Geometa Lab, das ich demnächst vorstellen werde, zur Visualisierung der Vollständigkeit der OpenStreetMap-Daten flächendeckend. Das ist so mein Ziel hier. So, damit bin ich am Schluss und möchte zusammenfassen, die Nutzung von OpenStreetMap durch Behörden und bundesnahe Betriebe, die nimmt stetig zu, merklich zu. Aktuell sind es Blaulichtorganisationen, wie Sie gehört haben, und zusätzlich noch Tourismus und Energie und Ver- und Entsorgung. Es gibt Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten und einige Werkzeuge sind schon vorhanden. Damit bin ich am Schluss angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke Stefan für den interessanten Vortrag und für den Einblick. Punktlandung von daher von der Zeit. Das passt soweit alles. Sehr schön. Es sind tatsächlich auch nur zwei Fragen, die beide so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Nämlich, du hattest irgendwie auf einer Folie auch erwähnt, von wegen, dass einige Behörden Google Maps benutzen. Und da gab es zwei Fragen. Einmal quasi, könntest du den Mechanismus erklären, wie Kundendaten an Google Maps geraten, wenn man deren Karten benutzt? Kannst du da was zu sagen? Ja, natürlich. Genau. Und vielleicht im Anschluss auch eine Frage, gibt es sowas wie eine Datenschutzgrundverordnung in der Schweiz, was es ja in Deutschland gibt, und Behörden und Google Maps passen da ja eigentlich nicht mehr zusammen. Von daher, vielleicht kannst du das in einem beantworten oder nacheinander. Also die Grundverordnung, da gibt es Leute, die besser Auskunft geben können. Es gibt gibt Datenschutz und es gibt ein paar Gesetze, die unterwegs sind. Aber warum Kundendaten zu Google gehen, das ist, kann ich so erklären. Wenn jemand auf die Seite kommt, eine Webseite, dann kommt er an mit einem Refer, mit einem Link, woher der ankommt. Und diese Information wird von Google Maps API ausgewertet, dass in dem Moment, wo es dargestellt wird und aufgerufen wird. Und das ist das ganze Geschäftsmodell von Google, besteht ja darin, unsere Aktivitäten also zu sammeln und dann aggregiert weiter zu geben einerseits und andererseits Werbung anzuzeigen. Also die Kundendaten kommen über ganz normale HTTP-Mechanismen unweigerlich an Google ran, außer die Behörde würde einiges unternehmen und das Google Maps API patchen, wenn das überhaupt geht, um das zu verhindern. Genau, und wenn man die Daten halt direkt in Google einträgt, dann hat man sowieso quasi verloren. Kann man ja auch bei Google direkt hinterlegen als Punkte, dann sind sie sowieso bei Google. Gut, wunderbar. Dann, Stefan, perfekte Punktlandung von der Zeit. Wie gesagt, danke für deinen Vortrag. Danke, dass du für Fragen zur Verfügung standest.